So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, dieses Lego Star Wars Comic Nummer 1 mit R2-D2 gab es, glaube ich, schon mal. Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, es gab es schon mal. Ist aber schon länger her. Und jetzt ganz normal einkaufen gewesen. Bei uns in der Meierische gewesen. Ich denke, hä? Kenne ich das oder kenne ich das nicht? Deswegen habe ich es einfach mal mitgenommen. Aber auf meinem Kanal habe ich es noch nicht angeboxt. Und deswegen mache ich das. Also, ich boxe jetzt an. Das Lego Star Wars Comic Nummer 1 mit R2-D2. Den bauen wir natürlich gleich zusammen. Obwohl ich von denen ja schon sehr viele habe. Den gebe ich offen und ehrlich zu. Aber trotzdem setzen wir den gleich zusammen. Na, den zähle ich erst gar nicht mit als Roboter. Aber, wie gesagt, ich weiß es nicht. Wenn es einer von euch genau weiß, gab es dieses Comic schon mal? Und wann, wie lange ist es her? Weil ich weiß es wirklich nicht mehr. Bei mir auf dem Kanal nicht. Aber es kommt mir wirklich so vor, als ein älteres ist. Weil die Geschichte mit R2-D2 und Bein, das ist wirklich schon lange her, wo es im Magazin drin war. Und meistens immer einen Monat später oder so 6 Wochen später kommt es dann auf die Comics. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann mich auch jetzt täuschen. Und ihr seht, absolut nur Comic. Und das ist richtig, richtig cool. Ja, richtig cool. Oh, dann haben wir ein Poster, 2 Seiten. Episode 1, ja. Das ist, glaube ich, älter, das Magazin. Ich weiß es nicht genau. Oh, Episode 2. Cool. Dann geht es natürlich weiter. Na. Ein Wassermonster. Aber ihr seht, absolut comic-lastig. 33 Seiten. Dann kommt die 34. Schluss. Bauanleitung für R2-D2. Der ist auch verdammt schwierig zu bauen. Muss man echt lassen. Aber nichtsdestotrotz baue ich den jetzt zusammen, obwohl ich den jetzt schon mehrfach hier liegen habe zusammengebaut, aber das ist bei meinen Videos so, ich baue ihn immer einmal zusammen. Und wie gesagt, wer es genau weiß, wann das Comic rausgekommen ist, schreibt es doch für mich und alle anderen Zuschauer natürlich in die Kommentare. Und das Kuriose ist, wenn es bei euch jetzt auch wieder aufgetaucht ist, es ist ja meistens so, nach ein halbes bis dreiviertel Jahr tauchen Comics, Magazine, Wundertüten irgendwie wieder raus. Dann kramen sie die raus, dann wollen sie die nicht irgendwie neu machen, dann kommen die wieder auf den Markt. So kommt mir das wirklich vor. Und das stimmt ja auch teilweise so. Na, ups. Frontseite, wo ist dein Auge da? Und das ist dann nun in Blau. Es gibt ja auch verschiedene R2-D2, die sind dann hochpreisiger, das wisst ihr, aber nicht übel, der Kleine. Kann man immer gebrauchen, besonders ich, weil ich ja sowieso im Moment von R2-D2 sehr viel baue. So, jetzt sitzt mit denen auch mal eben zusammen. Vier Räder kommen jetzt hier dran. Obwohl, da hätte ich jetzt besser gefunden. Ah, die Platten. Statt die einer runden. So. Das war er jetzt auch. Ihr seht,
ziemlich schnell zusammengebaut. Muss man aber nicht wirklich haben. Also, wie gesagt, wer sich mit dieses Comic auskennt, ob es schon mal gegeben hat, wie alt es ist, schreibt es bitte für mich. Ich will es wirklich wissen. In die Kommentare. Und natürlich alle anderen, die es jetzt auch mal wieder letzte Zeit wieder irgendwo gesehen haben, für den einen oder den anderen, vielleicht sind da draußen doch welche, die das gerne haben möchten, noch wegen R2-D2, man weiß es ja nicht. Aber nichtsdestotrotz werde ich irgendetwas von Lego Star Wars hier unter dem Video verlinken. Sicher, bequem und zurzeit auch günstiger. Auf jeden Fall. Aber müsst ihr selber mal schauen. Aber das Allerwichtigste natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.